Wie groß bist du? Schwierig. Ich bin kein, das Problem bei mir ist, ich weiß nicht genau, wie groß ich bin. Also ich bin zwischen 1,95 und 1,95. Was ist das für eine bescheuerte Zahl? Zwischen 1,75 und 1,95. Das sind ja 20 Zentimeter unten. Oder. Ja, das ist ja 20 Zentimeter Unterschied. Hä? Verarsche? Also ich bin nicht über. Ich weiß nicht, ob ich über 1,95 bin. Ich würde mal einfach das hier machen. Einfach so. So. Wie sieht es mit Muskeln aus? Null, beziehungsweise sie verstecken sich unter einer Fettschicht. Okay, kaum, aber ich bin schlank. Ich habe halt nur Natur, ich habe halt von Natur aus ein paar trainierte Trainierer. Was? Trainier? Aber nicht. Ach so. Ich habe überall schöne trainierte Muskeln. Also ich würde eher sagen, das hier. Was sagst du zu deinem Hintern? Oh Gott. Meiner ist eher flach. Von wegen. Meiner ist leider einfach nur fett. Hängt voll runter. Ja, also runterhängen tut meiner eigentlich so. Naja, Wahrscheinlich ein bisschen Ansichtssache auch. Also so richtig hängen tut meiner nicht. Er ist schon recht fest, aber er ist halt ziemlich fett. Warum soll ich mit meinem Arsch reden? Weißt du was? Ganz ehrlich, die Antwort gefällt mir besser. Er ist rund und muskulös. Nee, schön wäre es dunkel. Okay. Ich habe nie auf meine Wimpern geachtet, wenn ich ehrlich bin. Deine Haut. Hellrosa, rot, weiß. Würde ich tatsächlich sogar fast sagen. Hast du Pickel bzw. Akne-Narben? Akne-Narben habe ich nicht. Nee, gar nicht. Pickel habe ich gelegentlich mal, aber ja, erstens mal sieht man es ja meistens unter dem Bart nicht und ja. Und Narben habe ich davon überhaupt keine, weil zum Glück hatte ich nie so schlimm Akne oder so. So, was ist denn das andere? Ja, leider schlimme. Ich bin noch gar nicht in der Pubertät. Etwas fällt, was? Etwas fällt aber nicht arg auf. Also ich würde sagen, ich habe gar keine. Ich habe zwar mal Pickel hier und da, aber ja, das ist, wie gesagt, würde ich jetzt halt so in die Richtung machen. So. Polunder, Ka was? Korthose, Crowd, sowas halt. Naja. Bin Hipster, Punk, Rock oder ähnliches. Hipster. Alter, ohne Scheiß, Hipster und Rocker passt nicht in einen Satz, Alter. Wer hat das gemacht, Mann? Ich kleide mich in meinem eigenen Stil. Das würde ich machen. Was ist denn das für eine Frage? Dick und etwas unförmig. Komm, ich mache einfach nochmal. So, wie trägst du deine Haare? Kleine Haare nicht. Im Gegenteil, meine sind erst sogar zu trocken. Verwuschelt. Oder. Modisch, modischer Schnitt, nicht fertig, nicht fertig. Also verwuschelt, ja, modisch trage ich sie nicht. Also ich mache mir wegen dem hier, aber nur wegen verwuschelt. So, ein Mädchen spricht dich an. Ja, genau, weil das auch vorkommt. Was sagst du wohl? Oft, also mir ist es auch schon passiert. Allerdings war das kein Mädel, sondern ein Typ. Bist du süß? Bist du süß? Das ist eine Frage und keine. Das hat wahrscheinlich irgendein Jugendlicher oder Jugendliche gemacht. Sie ist voll heiß auf dem Date mit dir, mit mir. Sie ist voll heiß und ein Date mit mir. Ach, was sagt sie wohl? Deswegen. Also wenn sie mich anspricht und sagt, was sagt sie wohl, dann würde ich sagen, sie sagt aus dem Weg. Ja, Selbstvertrauen und so, ich weiß. Deine Gesichtszüge, ich nehme das übrigens hier alles nicht ernst, falls ihr das schon gemerkt habt. Nur mal so als Tipp nebenbei. Deine Gesichtszüge. Pausbackig. Was?
Stupsnase, sehr große Nase. Nö. Eher schlankes Gesicht, aber was? Stupsnase, große Nase. Ich mache mal das hier wegen dem Pausbacke, weil ich bin auch im Gesicht ein bisschen dicker, obwohl ich sagen würde, ich bin jetzt nicht so dick im Gesicht. Das macht halt alles ein bisschen auch dieses blöde Überbiss, den ich da habe. So, was glaubst du, warum ist dieser Test erst... Was? Was glaubst du, warum ich diesen Test erstellt habe? Keine Ahnung, ich verstehe euch Mädchen nicht. Ich persönlich glaube nicht, dass es ein Mädchen war. Weil du um armen Typen helfen willst. Das glaube ich nicht. Du willst hinterher in der Statistik den Test schauen, wie viele Jungs sexy rauskriegen. Damit wir den Test hinterher machen können. Warum sonst? Also ich würde das hier machen. Wie gesagt, ich nehme den ganzen Test nicht ernst. Wie wirkst du auf Mädchen? So wie ein Online-Test das beurteilen kann. Super sweet. Glückwunsch. Wenn du die Fragen ehrlich beantwortet hast, sehe ich für dich gar keine Probleme. Aber du kannst deine eigene Situation ja am besten. Ansonsten gebe ich dir diesen Tipp. Wie denen, die nicht so attraktiv sind wie du. Treibe Sport, lege dir ein nettes Lächeln und Selbstbewusstsein zu. Nee, Selbstvertrauen zu. Da kommt das selber raus. Dann gehören die Mädchen dir. ja.